Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute schauen wir uns die vier neuesten Poster an und an, die Star Stable gepostet haben. Das ist zum einen mal den Werde Star Rider für eine Woche gratis, nämlich reite kreuz und quer durch Jorvik ohne Grenzen und entdecke über 300 Pferderassen und mach noch mehr Quests als Nicht-Star Rider. Und zwar kann man eine Woche gratis Star Rider werden mit dem Code 1WeekFree, den sieht man hier auch nochmal und hier auch. Und man kann den Code aber nicht nochmal benutzen, wenn man ihn schon einmal benutzt hat. Also das geht nicht nochmal. Hey Starfam, wir laden dich ein, eine ganze Woche lang kostenfrei Star Rider zu sein. Das bedeutet, dass du kannst 7 Tage lang all die Abenteuer freischalten, die dich auf Jorvik erwarten. Benutze den Code 1WeekFree und finde selbst heraus, wie toll es ist, in Star Wars zu sein. Also ich weiß nicht, ob ich es auf meinem zweiten Account hier nochmal einlösen kann, weil ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal eingelöst habe. Aber wenn wir jetzt sehen, 1WeekFree, nur eine und... Nein, es geht nicht. Ich habe ihn anscheinend schon mal eingelöst. Also, hier habe ich es auch gerade nochmal gesehen. Ihr könnt ihn kein zweites Mal einlösen. Also, ich habe ihn anscheinend schon mal eingelöst. Und deswegen konnte ich ihn nicht nochmal einlösen. Aber, ja, ist ja nicht schlimm. Ich bin ja auf dem sowieso kaum unterwegs. Also, ist es von daher auch nicht schlimm. Dann hat es auch noch mehrere Sachen gepostet. Einmal so zwei für die Community und nochmal ein schönes Fanart. Also einmal ist hier nämlich, wie denn die aktuelle Stimmung ist. Und zwar Alex von ihrer besten Seite. Wie ist deine aktuelle Stimmung? Kommentiere mit Sonne, Wolke, Regenwolke, Sturm, Sonne mit Wolke oder Blitz. Und hier, ich finde das süß, wie die Gesichtsausdrücke von Alex gemacht haben. Ich finde das cute. Vor allen Dingen, was ist das, Concorde oder was ist das für ein Pferd? Das ist auf jeden Fall nicht Tinken, ihr Pferd. Das könnte schon eher Tinken sein. Aber was ist bitte das für ein Pferd? Ich weiß es nicht. Und das ist nicht Meyers Hand, also wer, was ist das für ein Pferd und wem gehört das? Aber ja, wie ist eure aktuelle Laune? Also ich bin jetzt eher so gerade so Sonic, weil es kommen die Sommerferien und Ferien sind ja immer schön. Und ja, wie könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, wie eure aktuelle Laune ist und auch was ihr im Sommer macht. Weil SSO hat noch eine Umfrage gepostet, nämlich wähle deinen idealen Sommer für Jorvik. Es ist nicht schön, ein Bewohner der wunderbaren Insel von Jorvik zu sein. Es gibt unendlich viele Dinge, die man im Sommer tun kann. Was würdest du gerne machen? Lass einen Kommentar da. Also man kann entweder Snacks, Picknick und Sonne und Freunde, das ist dann perfekt. Und hier liest ihr auch noch das Buch von Cantella R. Ella oder wie auch immer die heißen. Das ist ja von dem Dings Comic von SSO. Dann noch hier einen gemütlichen Tag mit Freunden und Jorviks Wildnis zu erkunden. Und hier sieht man Rania, wie sie auf die aufpasst. Und einen sommerlichen Tag bei Jorviks Stall mit deinen Freunden. Und hier sieht man Lisa, Alex, Linda und Anne. Und das wird dann bestimmt Starshine sein, weil ich kenne sonst kein Pferd, was eine blaue Mähne hat. Aber was ist das für ein Pferd? Also von den Farben her könnte es Concord sein, aber das ist ja ein erwachsenes Pferd. Und Concord ist ja noch ein Baby, also ein Fohlen. Also interessant auf jeden Fall. Und dann hätten wir noch hier als nächstes lange Nächte und ich frage mich, warum Alex die Kamera auf James zeigt. Auf jeden Fall trinken sie hier Jörg-Cola und noch diese Erdnussflips und haben hier Bilder vom Bürgermeister und vom Drachen hängen. Und ja. Dann noch Campingmusik und Geschichten, die Jorvik Rangers jetzt, das können die ja besonders gut. Und ganz viele Nickerchen machen das natürlich auch schon, vor allen Dingen lange ausschlafen in den Ferien.
und hier Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, Sterne schauen und das Ganze wiederholen. Das ist bestimmt so der Tagesablauf der Mystiker, weil hier sieht man ja auch, dass ein Eichhörnchen voll was ein Eichhörnchen auf dem Kopf hat. Und das ist Willow, das könnte, wie heißt der nochmal? Ja, jetzt kommt es, dass ich nicht so oft da bin. Ich weiß nicht, wie das Pferd heißt, das Mystiker-Pferd hier, I'm sorry. Auf jeden Fall, das ist Willow, das ist dieses Eichhörnchen-Pferd. Das hier haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Und das ist der Anführer, aber ich weiß gerade nicht, wie er heißt. I'm sorry. Dann noch Zeit in der Natur verbringen und Trailritte mit Freunden. Das ist auf jeden Fall auch sehr schön. Und hier ist Concord in ihrer Babyform. Und spielt mit einem Fuchs oder was das ist. Dann Soul Rider sein in Yorick von einem bösen Retten. Das ist natürlich auch ein sehr cooles Bild hier. Vor allen Dingen von Linda und ihrem Pferd Meteor. Das ist ein sehr cooles Bild, aber auch Alex und Tinken. Mal schauen gehen, was die ja kämpfen. Und dann haben sie noch was gepostet, nämlich, spürst du schon die sommerliche, jörgische Prise? Wir auf jeden Fall. Was sind deine Pläne für den Sommer? Wir hoffen, wir sehen dich auf Jörg. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Bild. Und hier Anne und Concord sind auch mega cute. Und hier haben wir noch Linda, die mit den Tieren hier unterwegs ist, und Alex, die genervt Musik hat. Interessant. Auf jeden Fall ein sehr schönes Bild. Und da hinten sehe ich gerade, ist Doyes Abbey und das Schloss. Also das waren die Sachen, die neu zu SSO kamen. Wenn wieder neue Sachen kommen, dann sage ich es euch auf jeden Fall. Und ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, was ihr so im Sommer macht oder was ihr euch für SSO wünscht. Und hier noch, was eure Stimmung ist. Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis später oder morgen. Ciao, ciao.